Hi meine Lieben, heute zur Vollmondnacht habe ich mir was für euch ausgedacht und das reimt sich. Und zwar gibt es von mir heute ein kleines Rezept und zwar mache ich mit euch Mondkuchen mit Sternenstaub oder ganz einfach Käsekuchen mit Obstsalat. Denn ich habe mir überlegt, dass ich den Mond gerne darstellen möchte mit kleinen Käsekuchen und die Sterne, die so drumherum funkeln, mit ausgestochenen kleinen Obstkugeln. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, deswegen habe ich mir diesen fancy Namen ausgedacht. Aber egal wie man es nennt, es schmeckt sehr gut und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Für die kleinen Käsekuchen braucht ihr 100 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 500 Gramm Magerquark, 50 Gramm Speisestärke, 3 Eier, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker und 1 Esslöffel Zitronensaft. Als erstes kommen Butter, Zucker, Vanillezucker und die 3 Eier zusammen in eine Schüssel. Mit einem Handrührgerät mixt ihr das jetzt so lange durch, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Das kann ein bisschen dauern, aber nehmt euch die Zeit, denn dann wird der Teig auch richtig schön seidig. Nun vermischt ihr das Backpulver zusammen mit der Stärke, damit sich das Backpulver nachher auch schön gleichmäßig verteilt. Dann könnt ihr schon euren Magerquark in die Schüssel geben, passt aber auf, dass ihr den nicht von zu weit oben fallen lasst, sonst spritzt euch alles voll. Und dann könnt ihr auch die Speisestärke mit dem Backpulver hinzufügen. Und zum Schluss kommt dann auch noch der Esslöffel Zitronensaft mit hinein. Damit das jetzt gleich nicht total spritzt, wenn ich das Handrührgerät anmache, verteile ich das erst so noch ein bisschen und rühre die Speisestärke unter, weil sonst haben wir nachher die ganze Speisestärke in der Luft und nicht mehr im Teig. Deswegen verrühre ich das erstmal und danach, wenn das einigermaßen verteilt ist, drehe ich meinen Mixer wieder an. Das müsst ihr dann noch kurz verrühren, aber nicht mehr allzu lange, nur dass alles gleichmäßig verteilt ist. Jetzt könnt ihr schon euren Backofen vorheizen und zwar auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Mit einem Küchentuch und etwas Butter fette ich nun meine Formen ein. Das macht ihr bitte auch ordentlich, weil sonst bleibt euer Kuchen nachher noch hängen, das wird ziemlich ärgerlich. Danach könnt ihr dann euren Teig einfüllen. Ich habe jetzt darauf geachtet, dass ich es nicht ganz bis oben hin voll mache. Ist mir nicht immer gelungen, aber macht es einfach so, dass es gut auf die 12 Förmchen verteilt ist, denn der Teig reicht auch genau für die 12 Förmchen. Allzu ordentlich müsst ihr auch nicht arbeiten, denn das, was daneben geht, könnt ihr natürlich abschlecken. Und dann kommt das Ganze für 30 Minuten in den Backofen. Guckt aber immer mal wieder, denn jeder Backofen ist ein bisschen anders. Vielleicht braucht euer nicht so lang wie meiner. Habt einfach ein Auge darauf. Nun können wir uns dem Obstsalat widmen und dafür habe ich einfach verschiedene Früchte genommen, die ihr hier auch seht. Banane habe ich hier auch noch liegen, das kann ich euch aber nicht empfehlen, weil das zu matschig wird. Die Früchte müssen jetzt erstmal geschält werden, was ich sonst eigentlich nicht gerne mache, weil die Vitamine direkt unter der Schale sitzen. Aber für die Optik unserer kleinen Planeten muss es jetzt leider sein. Also alles schälen und danach braucht ihr so ein Kugelausstecherwerkzeug, das bekommt ihr im Küchenbedarf. Und dann könnt ihr eure Kugeln ausstechen, das seht ihr hier. Bei mir ist es jetzt leider immer nicht ganz so rund geworden. Eine Seite war immer relativ flach, aber es gefällt mir trotzdem echt gut, weil so ein bisschen kugelig ist es dann trotzdem und es ist einfach mal was anderes als immer nur Würfel oder so. Schmeißt aber bitte die Reste nicht weg, die ihr nicht ausstechen konntet. Das wäre echt Verschwendung. Ich habe das nachher einfach in eine Schüssel gegeben und dann noch separat gegessen. An Erdbeeren habe ich mich dann auch mal versucht, weil ich das farblich einfach so schön fand, aber da kann man leider aus einer Erdbeere auch nur eine einzige Kugel stechen. Deswegen, es lohnt sich nicht so ganz, aber als farblichen Akzent wollte ich das gerne mal machen. Bei der Sternfrucht müsst ihr eigentlich gar nicht viel beachten. Die wird gewaschen, dann werden die beiden Enden abgeschnitten und dann schneidet man von der Sternfrucht einfach so Scheiben runter.
Mit der Sternfrucht habe ich dann meinen Obstsalat ein bisschen dekoriert. Das heißt, kleine Planeten und drumherum funkeln noch die Sterne. Also richtig passend zu unserem Thema. In der Zwischenzeit haben unsere Käsekuchen auch gebacken. Ihr seht jetzt, wie die aufgehen. Allerdings plumpsen die gleich an sich zusammen. Das seht ihr gleich, erschreckt euch nicht. Aber das ist einfach typisch für Käsekuchen. Da war die Backzeit zu Ende und ich habe den Ofen so einen Spalt aufgemacht. Und dann, pfium, da gehen sie total in sich zusammen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann könnt ihr euren Käsekuchen aus dem Ofen holen und ein bisschen abkühlen lassen, bevor ihr ihn aus der Form nimmt. Sonst bricht der noch auseinander. Und so sehen die dann erstmal aus. Total schön. Ich finde, das sieht auch schon direkt aus wie der Mond, oder? Oder viele kleine Monde. Wenn euer Käsekuchen dann abgekühlt ist, könnt ihr auch schon anrichten. Ich habe jetzt die Seiten ein bisschen gelöst mit so einem kleinen Messer und dann den Käsekuchen auf die Mitte eines Tellers gelegt und drumherum habe ich dann den Obstsalat platziert. An vier Ecken des Tellers habe ich dann noch die Sternfrucht gegeben, einfach damit die nochmal das Ganze so ein bisschen einrahmt. Ich habe dann noch ein bisschen Puderzucker auf meinen Käsekuchen gestäubt, weil ich dachte, das ist auch nochmal ganz schön. So als Wolke, die sich vielleicht so ein bisschen vor den Mond schiebt, wenn man das so ein bisschen interpretieren möchte. Aber es schmeckt auch einfach sehr gut. Und ja, so sieht dann der Teller fertig aus. Mein kleiner Mond zusammen mit den kleinen Sternenplaneten und der Sternfrucht. Und ja, hier ist der Teller. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, den zu vernichten. Ich denke, ihr werdet sehr neidisch sein, gerade in diesem Moment, denn ihr kommt da nicht so schnell dran. Es sei denn, ihr lauft jetzt schnell in die Küche und macht das Ganze nach. Wenn ihr es nachmacht, freue ich mich sehr, wenn ihr mir davon Fotos schickt, und zwar auf Facebook. Das gucke ich mir immer total gerne an, wenn ihr da irgendwas nachgemacht habt. Dann wünsche ich euch nur noch gutes Gelingen und guten Appetit. Lange reden möchte ich jetzt nicht mehr, sonst muss ich noch länger warten, bis ich das essen kann. Und das möchte ich nicht. Also macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!